Seitdem Runtastic, alias Adidas Running, und ich uns getrennt haben, bin ich auf der Suche nach der einen großen wahren Fitness-Tracker-App für mein Leben. Heute hätte ich deshalb eigentlich ein Date mit einer der ganz Großen in dieser Szene gehabt, mit Strava. Hätte. Denn kurz vor unserem Date hat Strava der Weltöffentlichkeit mitgeteilt, dass es in Zukunft keine externen Sensoren mehr unterstützen werde. Strava ist mein Herz also egal. Und mein Puls und meine Herzfrequenzen und meine Trittfrequenz. Die Gründe? Anscheinend stürzt die Strava-App immer ab, wenn externe Sensoren angebunden werden. Man könnte es auch übersetzen mit: die Programmierer von Strava sind so blöd, externe Sensoren zu unterstützen. Sorry, das steht nicht so in der Pressemitteilung, aber man kann es daraus lesen, wenn man etwas schlechte Laune hat. Nun ja, Strava bietet in seiner Pressemitteilung natürlich eine Alternative an. Nutzer, die weiterhin wissen wollen, wie es um ihren Herzfrequenzen bestellt ist oder ihre Trittfrequenz auf dem Fahrrad überwachen wollen, die können eine App wie Wahoo verwenden. Wahoo zeichnet die ganzen Daten dann auf und leitet sie nach dem Training an Strava weiter. Jetzt muss ich mich natürlich fragen, warum sollte ich, wenn ich schon mit Wahoo trainiere, meine Daten überhaupt noch an Strava übertragen? Ich bin aber dem Vorschlag von Strava gefolgt und habe mich in dieser Woche mit ihrer guten Freundin Wahoo getroffen. Mehr dazu jetzt. Etwas gewöhnungsbedürftig, aber durchaus amüsant, ist die deutsche Stimme, die mit englischen Worten zu mir zu sprechen versucht. Time 25 minutes, Distance 2,1 km over the last 5 minutes, you average pace 9 minutes 53 seconds per Kilometer, Hartrate 100 bpm. Woran ich mich ebenfalls gewöhnen muss, ist die Tatsache, dass ich zweimal auf Start tippen muss. Einmal nach Auswahl der Aktivität und einmal, um die Aufzeichnung der Aktivität zu beginnen. Unterwegs zeigt mir Wahoo alle relevanten Tourdaten. Mit einer Wischbewegung nach rechts kann ich stattdessen aber auch eine Karte abrufen. Nur eine Kombination aus Kartenansicht und Übersicht der Tourdaten ist bei Wahoo nicht vorgesehen. Am Ende eines Trainings finde ich die gesammelten Daten in einer kompakten Übersicht im Verlauf wieder. Neben Graphen, die Geschwindigkeiten, Höhenunterschiede und den Verlauf der Pulsfrequenz anschaulich machen, erfahre ich dort auch, zu welchen Anteilen ich in welcher Herzfrequenzzone trainiert habe. Ja, davon abgesehen, dass sich die Sprachausgabe von Wahoo anhört, als säße Günther Oettingers jüngere Schwester in meinem Smartphone, hat das Training wirklich Spaß gemacht. Ich habe jederzeit den Überblick über alle relevanten Daten, auch über meinen Puls zum Beispiel und über die zurückgelegte Strecke und die inzwischen verstrichene Zeit seit Trainingsbeginn. Also alles, was ich so auf einen Blick sehen muss. Und wenn ich mich in meiner Umgebung nicht mehr orientieren kann, dann kann ich mit einem Fingerwisch zu einer Kartenansicht wechseln. So weit, so praktisch. Aber wie wird sich Wahoo schlagen, wenn es um den Export der Daten in andere Anwendungen geht? Und wenn es um die Auswertung im Web geht? Das waren schließlich wichtige Kriterien, weshalb ich mit Runtastic seinerzeit Schluss gemacht habe. Als ich mir das bei Wahoo näher ansehen will, erwartet mich eine ernüchternde Überraschung. Eine Möglichkeit, meine Daten über das Web abzurufen, scheint Wahoo nirgends zu bieten. Allerdings kann ich die App mit einer anderen Fitness-Tracker-App verbinden und dann deren Webfunktionen nutzen. Beim Versuch, Wahoo wie empfohlen mit Strava zu verbinden, erlebe ich die nächste Enttäuschung. Die Anmeldung bei Strava, wo ich mit einem Google-Konto registriert bin, scheitert mit einer Fehlermeldung. Ich entscheide mich stattdessen für eine Verbindung mit MapMyFitness, zu deren Ökosystem ja auch MapMyRide gehört. Mit der hatte ich vor einigen Wochen ein Date und das lief ja gar nicht so schlecht. Das war gar nicht so einfach.
Das heutige Doppeldate hat mir ja gleich zwei Entscheidungen abverlangt. Eine davon treffe ich leichten Herzens. Strabar, so zickig wie du dich aufgeführt hast, kann aus uns beiden wirklich nichts werden. Komm gut nach Hause, ruf mich bitte nicht mehr an. Danke, tschüss. Aber was tun mit Wahoo? Wahoo hat einiges zu bieten, das ich bei anderen Fitness-Tracker-Apps in dieser Form noch nicht gesehen habe. Auf der anderen Seite fehlt Wahoo jede Web-Funktionalität. Ein für mich eigentlich entscheidendes Kriterium. Und der Export der Daten von Wahoo ist nur in andere Anwendungen möglich. In ausgewählte andere Anwendungen schon längst nicht in jede. Von da aus kann ich meine Daten dann in alle Welt exportieren, wenn diese anderen Anwendungen den Export unterstützen. Aber dieser Umweg, der bedeutet auch, dass immer, wenn ich Wahoo date, daraus ein Date zu dritt wird. Ob ich das immer will? Wahoo, eine Rose gibt's deshalb heute für dich nicht. Aber ich habe dieses Herz aus Stroh für dich. Vielleicht gelingt es dir, es bis zum Ende der Staffel doch noch in Flammen zu setzen. Gib dir Mühe. Und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. In der nächsten Woche date ich die App Sports Tracker. Mach's gut, bis dann.